Jo, hi Leute, hier ist wieder Jamius, aka Chris, und wir haben Montag, den 12.06. Wir sind bei Video, ich glaube, Nummer 14 angelangt und wollen heute mal checken, was am Wochenende so alles fabriziert worden ist. Schauen kurz in die News. Was haben wir hier? Rupp wurde gekauft. Bin ich mal gespannt, ob da sich der Wert hier weiterhin durchsetzen wird. Interessanter Spieler, der letztes Jahr aufgrund Verletzungen nicht so ganz zugekommen ist, aber auch in einem Verein spielt, wo es sehr umkämpft ist. Also muss man abwarten, ob Rupp sich wieder reinkämpfen kann. Er hatte ja mal eine richtig gute Saison, nämlich ja, vor zwei Spielzeiten quasi und davor auch bei Stuttgart, meine ich, wäre es gewesen. Also interessanter Spieler, muss man gucken, wie er jetzt wieder zurückkommt nach dem Verletzungsjahr. Und Kuba Błaszczykowski wurde gekauft, habe ich euch ja gesagt. Das ist auffällig am Steigen. Bin mal gespannt, wie weit das noch hochgeht. Also kein Fehler gemacht. Hier sind mindestens 200.000 Gewinn drin gewesen. Und wir haben Guerrero gekauft. Ein Wunschspieler für die Abwehr. Wenn ich sagen muss, Wunschspieler meine ich damit, wie ich das so euch schon vorher gesagt habe, wenn wir einen Standardschützen kriegen würden, der in der Abwehr tätig ist und für Tore sorgen kann. Hey, das sind 5 Punkte bei jedem Standardtor. Der Spieler oftmals auch im Mittelfeld vorzufinden, also richtig gut eigentlich. Ähnlich wie Alaba. Wir haben uns ja leider gegen Alaba entschieden. Auch da waren ja die 120 Punkte eigentlich safe. Und ich freue mich aber einfach auf diesen Spieler mal für diese Saison. Und denke, das Geld ist gut investiert. Das heißt, wir sind eigentlich durch mit der Abwehr. Das gucken wir uns aber gleich nochmal an in Ruhe. Das war's alles an Spielern. Machen wir kurz die News, die am Wochenende sonst so waren. Serge Gnabry, wie ihr mitbekommen habt, ist nach Bayern gewechselt. Aber das ist noch nicht ganz fix, ob der auch da bleibt für die Spielzeit, sondern es könnte sein, dass er sogar nochmal verliehen wird, weil das Gerücht ja auch da war, dass er eigentlich nach Hoffenheim wechseln wollte. Ist das nicht auszuschließen? Also, der Transfer macht aus Bayern-Sicht auf jeden Fall Sinn. Eine 8-Millionen-Klausel steht im Raum, die gezogen worden ist. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Investition in die Zukunft. Der Mann ist wesentlich mehr wert. Und ich hoffe nur nicht, dass er bei Bayern auf der Bank versauert. Und das ist natürlich auch die Fragestellung, die ich jetzt in den Kommentaren erwarten würde. Was wird denn Gnabry deiner Meinung nach an Spielzeit kriegen? Das kommt darauf an, wie gesagt. Ich habe das ja schon auch zu Coman ähnlich argumentiert. Wenn Bayern noch einen Angreifer holt für die linke Seite, wird es sehr eng, weil Ribéry, wenn er fit ist, denke ich, auch unter Ancelotti sehr, sehr wahrscheinlich gesetzt sein dürfte. Wenn er nicht fit ist, rücken dann Coman, Costa derzeit noch und Gnabry nach. Und dann würde es sich schon wieder aufsplitten unter den dreien. Und Costa ist eigentlich ein super Spieler. Kann sein, dass der wirklich noch wechselt. Dann bleibt es nur noch unter Coman und Gnabry. Und dann wird es interessant, das sind 50-50-Dinge. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Serge Gnabry dann auch gewisse Minuten bekommt, zumindest am Anfang der Saison, wenn er sich da durchsetzt, warum nicht? Wenn allerdings Bayern, und das ist ja immer noch die Frage, auf der Position Sturm noch was tut, mit Sanchez war ja noch eine Spekulation im Raume, die sich gestern zumindest nicht ganz ausgeschlossen hat. Also man hat wohl gesagt, Manchester City sei sehr, sehr interessiert auch an Sanchez und hätte wohl ein Angebot unterbreitet. Das muss man abwarten. Das wird sich dann im Laufe dieser Juni- und Juli-Wochen noch, denke ich mal, erhärten. Dann kann sich abzeichnen, ob Gnabry bei Bayern bleibt oder nicht. Wenn Bayern allerdings noch einen Stürmer holt, glaube ich nicht, dass Gnabry bleibt. Und dann kann sich Hoffenheim ernste Gedanken um eine Leihe machen. Und dann würde ich diesen Spieler auf jeden Fall empfehlen, weil der kriegt dann seine Minuten, denke ich, sehr, sehr wahrscheinlich bei Hoffenheim. Ja, dann heute Amiri hat verlängert bis 2020. Das heißt, ad acta das Thema Leipzig. Und Leipzig ist gleichzeitig tätig geworden, hat Konaté geholt, ein, ich glaube, 18-jähriges Talent, aber eher nicht für die Stammmannschaft vorgesehen. Deswegen, ja, guckt mal so in den ersten Tagen, wenn der drauf ist, dann wird der steigen, ansonsten nicht. Und ein Altbekannter ist nochmal im Gespräch, Havard Nordwijk, aber da ist wohl auch der Transfer ausgeschlossen worden. Der will sich wohl bei West Ham durchsetzen. Deswegen sind wir mit den Transfer-News durch, ja, und können wieder ganz gewohnt einsteigen. Wir haben also ein Minus von 1,769 Millionen und dann schauen wir direkt mal, was wir für Angebote eingeholt hatten. Und dann sehe ich schon, erfreulicherweise würden wir, wenn wir Schwegler jetzt verkaufen würden, im Plus sein und könnten mit der Mannschaft durchstarten. Gucken wir kurz mal auf die Auswirkungen, bevor wir das tun. Wir haben also jetzt mit Guerrero unseren dritten möglichen Abwehrspieler gefunden. Den setzen wir mal kurz rein. Wir würden Schwegler rausnehmen, wenn wir den heute verkaufen würden und würden dann mit Schmied
in die Saison gehen und werden jetzt mit derzeitigem Stand mit dieser Mannschaft unterwegs. Das hieß, wir hätten zwei Augsburger, das würde mir missfallen. Wir hätten realistisch gesehen einen Dortmunder nur. Paslak, Rode und auch Götze waren nicht vorgesehen, sind vielleicht nicht vorgesehen und werden vielleicht auch noch dann das Zeitliche segnen bei unserer Mannschaft. Deswegen könnte ich sein, dass wir noch auf der Mittelfeldposition einen finden müssen, vielleicht sogar zwei. Ja, das muss man dann halt sehen, ob Rode einen Verein findet. Deswegen tut der Transfer von Schwegler eigentlich weh. Weil wir könnten mit einem Hannoveraner planen, der, ich denke, relativ viel Spielzeit kriegen könnte. Ob die Punkte dadurch höher werden, das weiß ich nicht. Das mag ich auch noch zu bezweifeln. Deswegen macht es Sinn, den Transfer heute mal zu usen. Warum? Wir wären dadurch schon im Plus und müssten uns keinen Stress machen, ob wir jetzt einen Bentaleb abgeben, ob wir einen Götze abgeben. Wären dadurch erstmal auf der sicheren Seite und können weiterhin noch mit unseren Bunkerspielern Knoche, Paslak, Rode. Boah, das sind keine Bunkerspieler, das sind eher Spieler, auf die wir vielleicht sogar notgedrungen noch setzen müssen. Und die beiden Stürmer ja sowieso auch. Also wir gucken jetzt mal. Also ich denke, wir nehmen das Angebot heute erstmalig an. Gehen mal kurz auf Annehmen, gucken uns mal die Tendenz noch von Schwegler an. Also es gab niemals ein höheres Angebot bisher als das, was wir hier, 1,87 Millionen. Heißt nicht, dass der Spieler nicht noch über 2 Millionen sogar steigen könnte, aber wir müssen das heute leider annehmen. Deswegen tun wir das und sind dadurch im Plus. Schaut selbst, wenn wir jetzt hier das Häkchen setzen und auf Annehmen drücken, sind wir mit 57.000 Kröten im Plus. Das machen wir heute. Und können dann weiterhin spekulieren. Das heißt, wir sind mit unserer Mannschaft eigentlich jetzt durch. Ja, wir würden dann 3-5-2 in die Saison gehen können. Und das mit eher nicht so guten Stürmern, das gebe ich zu. Ich glaube aber, Finn Bogason wird seine Spielzeiten kriegen bei Augsburg. Was wollen wir mehr? Und ich gucke gerade mal. Das ist ja eigentlich schon die zweite Spielzeit. Ist ja kein schlechter. Also mit dem würde ich eigentlich getrost in die Mannschaft, in die Saison gehen wollen. Antep ist halt das Fragezeichen. Wir haben ja dann auch das Problem, dass wir wieder zwei Spieler von einer Mannschaft haben, was ich eigentlich vermeiden wollte, sei denn es wären jetzt Bayern oder Dortmund. Und Antep ist ein guter Spieler. Also ich weiß gar nicht, was die Leute jetzt gegen den hatten. Der hat unter Jonker eigentlich gut gespielt. Es sieht natürlich doof aus. 12 Punkte und keiner weiß so richtig, er ist seit der Winterpause da und wie sieht die neue Mannschaft für die kommende Saison aus? Und das ist alles in so kleine Fragezeichen, die ja noch aufkeimen. So, wir haben aber noch richtig viel Potenzial und das möchte ich euch kurz noch zeigen, was wir alles gekauft hatten. Ist alles im Plus, Leute. Wir haben alles im Plus gekauft. Im Plus jetzt können wir theoretisch verkaufen, außer Brooks. Er ist der einzige Spieler, wo wir etwas drüber waren über Marktwert. Und das hat sich noch nicht rentabilisiert. Also ansonsten ist alles rentabel geworden. Paslak zum Beispiel ist jetzt schon mit 120.000 im Plus und es ist noch nicht mal ein konkretes Gerücht im Umlauf. Knoche, ja gut, das ist kein Transfer gewesen. Chandler sowieso, mit dem wollen wir in die Saison gehen, hatte ich ja gesagt. Weil auf dem Niveau kriegst du im Moment keinen günstigeren Abwehrspieler. Und der war ja jetzt nicht so schlecht unter Frankfurt. Und wenn er unter Kovac noch so eine Saison spielt, können wir froh sein und hätten dann wahrscheinlich so ein 2 bis 4 Punkte gerannt. Das wäre vollkommen ausreichend für das Geld. Selbst Rode ist überwert noch. Auch hier noch keine konkreten Angebote. Wunderbar. Also es ist noch mehr Potenzial drin. Schwegler haben wir über 1 Million jetzt verkauft. Schmied können wir in der Not mit in die Saison gehen, aber auch da Gefahr droht, dass hier nicht viele Punkte bei rausspringen. Götze 2,63 Millionen im Moment über unserem Stand, den wir hatten, nämlich mal 3 Millionen hatten wir gekauft und ja, der ist um 37.000 gestiegen. Morgen wird der abfallen. Ja, also wenn ihr so ein Angebot habt, heute annehmen, morgen fällt der wieder. Da muss man gucken, was dann in den nächsten Tagen passiert. Risse auch gestiegen. Wir sind jetzt auch im Plus um 180.000, waren ja auch deutlich über Marktwert, haben wir geboten. Und das hat sich jetzt auch schon rentabilisiert. Junusewitsch war von Anfang an da. Und Bentaleb ist auch wieder gestiegen. Aber ist eher einer im Moment für die Mannschaft, weil ich keine Alternative sehe. So, jetzt, das ist der Stand. Ihr seht, alles haben wir richtig gemacht. Wir haben bisher nur positive Ergebnisse erzielt und können damit getrost
eigentlich so in die Saison starten. Wir hätten gar keine so schlechte Mannschaft. Ja, ein Junusewitsch, ein Bentaleb, ein Risse hört sich gut an. Götze spielt, müssen wir noch gucken. Finn Bogason wird Spielzeit kriegen. Und Entebbe müssen wir gucken, wie die Vorbereitung abläuft. Chandler ist in Frankfurt auf jeden Fall gesetzt. Da ist mir kein Transfer bekannt, dass der Konkurrenz bekommt. Guerrero sowieso, überall einsetzbar. Richtig geiler Spieler. Brooks, müssen wir gucken, wie gut Wolfsburg defensiv auch in die Saison kommt. Ansonsten richtig guter Verteidiger. Zweikampfstark. Alles, was wir wollen, hat, also erfüllt dieser Verteidiger. Und Baumann im Tor ist, denke ich, auch safe. Deswegen ist das jetzt noch keine Wow, was hast du für eine tolle Mannschaft oder so. Aber wir haben uns richtig gut gesteigert. Wir haben eine richtig gute Entwicklung genommen und haben noch Potenzial. Also wir haben Rode 1,5 Millionen, wir haben Paslak 1,5 Millionen, wir haben Knoche 1,5 Millionen. Auf die sind wir alle nicht angewiesen. Das sind 4,5 Millionen plus Götze sind circa 10 Millionen, die wir uns gearbeitet haben, ja, die wir also noch wieder uns in die Kassen spielen können. Und wir sind im Plus um 50.000, das heißt 10 Millionen können wir investieren und kommen damit zum letzten Kapitel des heutigen Tages, dem aktuellen Transfermarkt. Und was sehen wir da? Dass Kimmich immer noch da ist, hat keiner gekauft. Der wird eine richtig geile Saison spielen. Wer 7 Millionen hat, sollte das tun. Wir können aber Kimmich nicht ganz so gebrauchen. Wir haben jetzt mit Guerrero schon so einen Spieler geholt, also ein Talent, der viel Spielzeit kriegen wird, und ein weiteres Talent brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt einen richtigen Topstar und den sehe ich hier heute leider nicht. Bobby Wood, geiler Spieler, leider im falschen Verein. Also, wenn der in einem anderen Verein spielen würde, würde ich sagen: Hey Leute, kaufen. Ne? Hier in Hamburg, boah, das ist halt immer so ein Auf und Ab da. Ne? Also, aber ich glaube, dass der dieses Jahr ein bisschen mehr Punkte machen wird als 31, dass Hamburg vielleicht auch etwas stabiler sein wird. Muss man mal gucken, wie man da die Arbeit fortsetzt. Ja, für alle, die 3 Millionen jetzt locker haben und sich denken, ich brauche jetzt noch einen vierten oder fünften Stürmer, nehmt den Wood mal mit. Das ist auf jeden Fall einer mit spielerischem Potenzial. Was haben wir hier? Frei haben wir noch mit 36 Punkten in der abgeschlossenen Saison. Scheint auch zu steigen. Ich habe den jetzt nicht so auf dem Schirm. Ich kann euch jetzt nicht so wirklich was dazu sagen. Eher so ein unauffälliger Spieler, meiner Meinung nach, ist, glaube ich, der Bruder vom richtigen Frei, ne? Also dem Bekannten. Aber das weiß ich jetzt auch nicht. Das habe ich jetzt erfunden. Keine Ahnung. Ja, Rudi. Auch eine Personalie. Interessant. In Hoffenheim richtig tolle Saison gespielt. Der wird überall einsetzbar sein. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass der so die Lücken stopft, die bei Bayern da sind. Rechter Verteidiger auf der 6. Egal. Ist auf jeden Fall einsetzbar. 4,95 Millionen. Für mich etwas zu teuer. Gucken wir mal kurz. Ja, fällt auch ein bisschen ab. Das wird sich einpendeln zwischen 3 und 4. Und wenn er am Anfang keine Einsatzzeit kriegt, dann wird das auch eher eine Minusinvestition sein. Genau andersrum kann es sein, wenn er von Beginn an irgendwie gesetzt ist und rechts nicht Kimmich aufläuft, sondern der Kimmich auf einmal auf der 6 wieder zu finden ist und Rudi dann doch auf rechts aufläuft. Alles ist möglich. Aber für mich 5 Millionen viel zu teuer für so eine Spekulation. Macht das bitte nicht. Ja, dann haben wir noch Olkowski. Hatte nicht, glaube ich, so viel Spielzeit. Ja, ist jetzt auch kein Spieler, wo ich jetzt sagen würde: Hey Leute, den müsst ihr kaufen, auch für 570.000 eher noch nicht zu raten. Deswegen, wer noch also nicht darauf angewiesen ist, Wood auch zu setzen, weil der in Hamburg spielt, sind die 3,4 Millionen gut investiert, glaube ich. Ich kriege einen guten Spieler, der viel Potenzial hat. Ich weiß nicht, ob er das in Hamburg irgendwie auf lange Zeit abrufen kann. Hätte mich gefreut, wenn er in den Verein gewechselt hätte. Dann wäre das eine sehr, sehr geile Personalie. Ja, Langerak im Tor, 2 Millionen für mich auch zu teuer. Also der hat ja auch unter Dortmund eigentlich gute Leistungen mal abgeliefert, aber es ist jetzt keiner, der ganz oben mitmischen wird. Weiß ich nicht. Ich glaube, Stuttgart hat ja auch noch Giefer geholt. Nee, Giefer ist nach Augsburg gegangen. Stimmt gar nicht. Nee, dann ist der Stamm gesetzt. Also 2 Millionen ist dann solide. Müssen wir mal gucken. Ist ein guter Torwart, aber kein herausragender Keeper. Deswegen sind wir eigentlich durch. Wir sind im Plus mit dem Geld. Wir haben einen riesen Kader. Wir sind marktechnisch Zweiter. Das ist gut. Aber die anderen haben natürlich noch ein bisschen Knete. Und wir haben 10 Millionen circa noch bis zum Transferende, die wir ausgeben können, wenn wir Götze und unsere drei, ich sag mal, Sparbücher verkaufen. Hatte ich euch ja gesagt, Rode, Paslak und Knoche haben wir noch, die wir verkaufen können.
Plus Götze sind ungefähr 10 Millionen, die wir dann investieren können für Spieler. Schauen wir kurz, die uns noch reizen würden. Können wir auch auf unsere Beobachtungsliste gehen. Wofür haben wir sie denn? Und gucken mal, sortieren wir nach Marktwerten. Und da sind ja jetzt noch nicht Cater bei, nicht Forsberg bei, nicht Lewandowski dabei. Also da sind noch einige heiße Eisen im Feuer, wie man so schön sagt. Und ja, wir können vielleicht sogar zwei Spieler holen. Also meine schönste Kombination, die ich mir vorstellen könnte, wäre natürlich ein Stürmer im Schnäppchenbereich, zum Beispiel Ginzek. Ja, und dann noch Stafelidis hinterher. Das wäre mein Wunschtransfer für diese Saison. Aber man weiß ja, dass das nicht alles so einfach ist. Und ansonsten Mitchell Weiser würde ich auch gerne haben. Oder ein Zuber, das wäre natürlich granatenmäßig, wenn ihr einen Spieler kriegt, Preis-Leistung einfach phänomenal gut ist. Aber das muss man abwarten, ob die bei uns draufkommen. Auch Kaderabek, das sind so Spieler. Oder ein Gundorf für 2,9 Millionen. Hey, das ist herrlich. Also muss ich sagen, das wäre richtig gut. Dann könnten wir sogar 8 Millionen in Mittelfeldspieler oder sowas reinstecken. Also ja. Aber das ist noch weit hin. Der ist ja noch einiges Zeit. Und Götze muss man auch mal gucken. Vielleicht kommt ja sogar noch die News. Mario Götze, Wundergenesung und Stammspieler in Dortmund. Ja, dann Leute, dann sind wir steinreich, ne? Muss man ehrlich sagen. Ja, das war's eigentlich dann für heute. In der Regel kommen immer die aktuellsten News, was die Transfers angeht, immer wenn ich mein Video online stelle. Deswegen haltet die Augen offen nach aktuellen Transfers. Kauft ein, was das Zeug hält. Mein Tipp für heute, schau mal drauf. Ich hatte euch hier Zakaria ans Herz gelegt. Gucken wir mal. Ansonsten sehe ich jetzt hier noch nicht so wirklich viel. Kauft den Anton bitte für 2,4 Millionen, wenn ihr den haben könntet. Was haben wir sonst noch? Den wir bei viel zu teuer noch. Und ansonsten Kaderabi kaufen bitte, wenn ihr könnt. Ansonsten sehe ich jetzt hier keine sonstigen Überraschungen. Nee. Ansonsten ist alles safe. Ja, Risse könnt ihr natürlich von mir aus gerne auch pushen. Ja, ist dann auch in meinem Geldbeutel, der da klingelt. Ja, schön Götze kaufen, brav weiter einsteigen. Das ist noch nicht das Cap erreicht, Leute. Der wird morgen fallen, danach wieder steigen. Und Leute, wenn dann die News kommt, dann geht es richtig ab. Ne? Also freut euch mit mir drauf, kauft diesen Spieler noch. Alles unter 6 Millionen ist solide. Danach wird's heikel. Gut, bis dann, bis morgen. Ciao, ciao, euer Jamers. Bye, bye.